der Deutschlandcup 2023 in Landshut und zum ersten Mal in der Geschichte spielen auch die Frauen. Die Tschechische Republik in den weißen Trikots bestreitet den Auftakt gegen Finnland und die Tschechin mit einem Start nach Maß, 8. Minute, Noemi Neubauerova mit der Führung. Klasse Zuspiel von Daniela Peschova. Und dann muss Neubauerova nur noch den Schläger reinhalten. Führung für den WM-Dritten von 2023. Und die Tschechinnen, sie legten nach. Die entscheidenden Zweikämpfe gewannen sie immer wieder für sich. Denisa Krysova, 13. Minute, das 2:0. Die Finninnen bekommen die Scheibe nicht raus aus dem eigenen Drittel. Starkes Vorcheck. Teresa Vanisova mit dem Assist und dann Krysova mit dem 2:0. Und das ist dann gleich mal eine hohe Bürde für die Skandinavierin. Und es kam noch dicker. Das erste Drittel noch nicht beendet. Michaela Peschlova mit dem 3:0. Sekunden vor der ersten Sirene. Aber dieses Tor, das geht auch auf das Konto von Teresa Vanisova. Wieder ein ganz starkes Vorcheck. Und dann ist Peschlova da. Keine Chance für Finnlands Torhüterin, für Anni Keisala. 3:0, also die deutliche Führung nach 20 Minuten. Die Finninnen kamen dann aber ein wenig besser in die Partie. Überzahl und die Chance für Jenina Nylunds, aber gehalten von Klara Peslarova. Dann aber klingelte es doch im Tor der Tschechinnen. Klasse Tor von Siri Irjöle. Ihr erstes Länderspieltor. Den fälscht sie ganz entscheidend ab, diesen Schuss von Ive Savander. Keine Chance für Peslarova. Und dann schlägt es oben ein. 3:1 die Führung für die Tschechinnen nach 40 Minuten. Im WM-Viertelfinale haben beide Teams in diesem Jahr gegeneinander gespielt. Da hatten die Tschechinnen das bessere Ende für sich. Hier sah es danach aus, als würde Finnland nochmal zurückkommen. Jenina Nylunds mit dem zweiten Tor für Team Finnland. Julia Liikala setzt sich da klasse durch über außen und dann der perfekte Abschluss zum 2:3 aus Sicht der Finninnen. Tschechien hatte die Chance, das Spiel zu entscheiden. Laskova mit der Möglichkeit im Powerplay den Sack zuzumachen, aber Keisala hält ihr Team zunächst im Spiel. In der Schlussphase werfen die Finninnen dann alles nach vorne und das wird prompt bestraft. Sapovalivova mit der Entscheidung, 3 Sekunden vor Schluss, das 4:2. Laskova bringt das Ding aus dem eigenen Drittel raus und dann sagt Adela Sapovalivova, Dankeschön. Die Entscheidung. Oh yeah, for sure. We were ready to play in the first period and yeah, we kind of showed in the last two periods that we can play them and we had the opportunity to win this game, but yeah. I think we just kept playing our game. You know, we're a great team and so we just played, you know, what we know how to do. So I think that's what got us the win. Tschechien startet also mit einem Auftaktsieg ins Turnier, weil Finnland das erste Drittel verschläft. Der WM-Dritte untermauert seine Favoritenrolle beim Deutschlandcup. Der Deutschlandcup live, nur bei Magenta Sport.